IHOM Energieforschungsprojekt feiert seinen dritten Geburtstag. Das IHOM Energieforschungsprojekt der AWACON feierte am 10. Mai 2014 auf dem Weiher Marktplatz seinen dritten Geburtstag. Zu diesem Anlass übergab AWACON den teilnehmenden IHOM Projekthaushalten 27 neue Elektrofahrzeuge und lud interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, gemeinsam den IHOM Geburtstag zu feiern. Partner aus der Region informierten auf dem Marktplatz rund um die Themen Elektromobilität und erneuerbare Energien. Zudem erwartete die Besucher ein buntes Programm für die ganze Familie. Vom Erdbeergeburtstagskuchen über die luftige Aussicht über Weihe aus dem AWACON Hubsteiger bis zum Kinderpavillon war bei der IHOM Geburtstagsfeier für Abwechslung gesorgt. Ein Highlight der Veranstaltung war die Übergabe der neuen Nissan-Elektrofahrzeuge durch die AWACON an die IHOM-Projektteilnehmer. Die neuen Automobile verfügen über eine höhere Reichweite von insgesamt etwa 200 km und sind deutlich größer als ihr IHOM-Vorgänger Peugeot. Zum Abschluss der Veranstaltung setzte sich gegen 14 Uhr auf dem Weiher Marktplatz der Elektroauto-Corso in Bewegung und alle Fahrzeuge verließen gemeinsam den Marktplatz. Partner aus der Region informierten zudem über die Themen Elektroeffizienz und Elektromobilität. Von innovativer LED-Beleuchtung, Photovoltaikanlagen, Speichertechnologien bis zu Elektrofahrzeugen wurden innovative Technologien an verschiedenen Informationsständen vorgestellt. Seit dem Jahr 2011 untersuchten Forscherinnen und Forscher im IHOM Energieprojekt 2020 die Auswirkung der Energiewende auf die Stromnetze von morgen. In den Gemeinden Stur und Weihe bilden rund 30 Haushalte eine in Deutschland einzigartige Modellregion. Ausgestattet mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach und einem halben Batteriespeichersystem für die Sonnenenergienutzung im Dunkeln. Innovativer Klimatechnologie und den Energiefahrzeug vor der Tür. Untersucht AWACON das Zusammenspiel zukunftsweisender Technologie für die Energieversorgung von morgen.